Hi Leute und willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Wenn ich hier jetzt kurz gewartet habe, ist hier noch so ein Söldner aufgetaucht und ich habe schnell nochmal was geskillt und den werde ich jetzt erstmal besiegen müssen. Ich kriege ihn! Heikling, komm zurück! Ja. Dein Sterbe, nehme ich dich mit! Okay. Jetzt müssen wir es gucken. Das. Noch ein Schlag. Okay. Jetzt haben wir, glaube ich, falscher. Rang 9 komplett fertig. Rang 8 fehlt noch der hier. Ich habe eigentlich eine Giftfähigkeit geskillt. Muss man. Na komm schon, Hannah, Falle richten. 55 Sekunden Schaden an, wenn die anders sind die vergiftet. Ne? Okay. Weil der war schwach gegen Gift, aber der war jetzt so schnell tot, dass wir es gar nicht gebraucht haben. So, wir hatten Ende des letzten Parts ja nach Praxitea gesucht, weil wir die umbringen wollen. Weil die als Orakel immer gelogen hat. Und ein paar Männer haben die wohl abgeholt. Jetzt müssen wir rausfinden, wohin. Ist dir hier irgendetwas Verdächtiges aufgefallen? Tja. Wenn Banditen auf dem Hof meiner Cousine verdächtig sind, dann ja. Was haben sie getan? Sie haben sie verjagt. Sie kann nicht zurück. Sie haben sich dort eingenistet, sind bewaffnet und gefährlich. Interessant. Wo ist dieser Hof? Nicht weit, westlich von hier. Doch ich würde mich nicht mit ihnen anlegen. Danke für die Warnung. Macht Platz da! Praxitea muss diesen Armreif im Kampf verloren haben. Aber kein normaler Dieb würde so etwas Wertvolles zurücklassen. Sieht nach einem Auftrag aus. Bringt das Paket zum Übergabepunkt und beschädigt es nicht. Wenn Sie Lycaons Großmutter meinen, lebt sie vielleicht noch. Die wissen wirklich nicht, wie man was verbrennt, kann das sein? Praxitea wurde zu einem Bauernhof westlich von hier gebracht. Banditen sollten sie lebendig dort abliefern. Danke, dass du das herausgefunden hast. Ich bin keine Närrin, Lycaon. Deine Schwester hat Praxitea in große Gefahr gebracht. Und du hast übers Töten gesprochen. Soll ich ihr Leben beenden? Nein. Das muss ich selbst tun. Ich muss sie töten. Sie ist deine Großmutter. Und du bist kein Mörder. Denk nochmal drüber nach. Aber ich bin verantwortlich. Ich will nicht, dass sie leidet. Deshalb bat ich dich um die Alraune. Sie lindert den Schmerz. Gehst du zuerst zu dem Bauernhof und hältst die Banditen für mich auf? Ich glaube nicht, dass ich es mit ihnen aufnehmen kann. Ja, klar. Ich suche nach Praxitea.
Danke, Cassandra. Der Hof liegt also im Westen. Wir treffen uns dort. Da, wenn sie aus Versehen in mein Schwert läuft, was mache ich dann? Da kann ich für nichts garantieren. Los. Und los geht's. Komm schon. Los, los. Das muss der Hof sein, auf dem Praxitea festgehalten wird. Wir gehen erst noch mal dahin zu der Kiste. Die Gegend wird gut bewacht. Gut bewacht, ich glaub's auch. Tschüss. Nein, ich mag nicht. Danke. Später vielleicht. Du hast verdammt, mein Kind. Wir müssen von hier verschwinden. Hallo, was ist denn durch? Ich weiß auch nicht, wo er hin will. Der macht richtig gut Schaden. Halt, stopp. So, jetzt können wir das wieder spielen. Alter. Sind wir hier fertig? Ich habe sie zwar rausgelassen, aber ich weiß nicht, ob sie auch dann weggelaufen ist. Ich habe nichts gesehen. Okay, ja, sie scheint hier weg zu sein, aber mir wird angezeigt, dass hier noch ein Gefangener sein soll. Da.
hören kann. Hilft mir! Geh. Ich danke dir. Jeftrulla. Schnauze! Na komm, der hat auch noch was für mich. Mit ihr. Erstmal wegschubsen. Vielen Dank für die Rettung, mein Kind. Danke mir nicht, Stimme des Apollon. Oder warst du die Stimme von jemand anderem? Oh, du kennst meinen Enkel. Du hast recht. Ich habe alle belogen. Es tut mir so leid. Die Götter hätten mich längst töten sollen, doch sie ließen mich mit meiner Reue leben. Wer ließ dich entführen? Diese Schläger kamen doch nicht von selbst auf die Idee. Bitte, frag mich das nicht. Die, die mich jetzt bestrafen wollen, die mich einst zum Lügen zwangen, sie würden dich umbringen, wenn ich dir von ihnen erzähle. Die mit den Masken und dunklen Mänteln? Der Kult des Kosmos. Sprich ihren Namen nicht aus. Großmutter. Hat sie es dir gesagt? War sie das Orakel, das deine Familie zerstört hat? Was ich getan habe, tut mir leid. Ich akzeptiere meine Strafe. Aber lass nicht zu, dass mein Enkel mich tötet. Lykaon ist ein guter Mann, ein Heiler. Er würde daran zerbrechen. Nein, das liegt in meiner Verantwortung. Ich muss ihr Leben beenden. Du bist ein Heiler, Lykaon, kein Mörder. Ich schon. Für dich gibt es immer noch Hoffnung auf ein besseres Leben. Nein, Cassandra, ich kann es. Diese Frau hat die Götter verraten und die Menschen, die ihre Weisheit suchten. Im Namen aller, die von deinen falschen Prophezeiungen betrogen wurden, werde ich nun dein elendes Leben beenden. Warte, warte, lass mich so. Sah viel cooler aus. Jetzt war bestimmt wütend auf mich. Das war nicht nötig. Ich hätte das tun können. Vermutlich, aber du musstest es nicht tun. Du bist der ehrenhafte Heiler. Ich bin die Söldnerin. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich schon. Er hat gesagt, er bringt uns zu so einem komischen Bauwerk. Wie kommt man da nur rein? Ich frag mich, ob... Achso, das muss ich nachher noch machen. Man kann ja auch die Helme ausblenden. Der Helm sieht nämlich nicht so geil aus. Wer ist da? Zeig dich! Mit Zögern bringst du dich nur schneller. Ins Grab. Ich weiß, Marta. Du wirst immer besser und dein Wille ist stark. Doch du handelst nicht. Das wollte ich ja. Ich weiß. Aber es sind die Augenblicke dazwischen, die entscheidend sind. Du bist dran. Ach so, ja. Leonidas Speer. Du bist jetzt alt genug. Der Speer meines Vaters bringt eine Bürde mit sich, aber du bist bereit. Ich hab was gespürt. Ja? Der Speer ist voller Magie. Er entstammt einer Dynastie der Macht. Eine Linie von bedeutenden Helden desselben Blutes, das in deinen und meinen Adern fließt. In unserer Familie. In uns allen? Denk an Leonidas. Er hatte sehr viel Mut. Und er hat ein großes Opfer gebracht. Sein Blut ist dein Blut. Und auch seine Kraft. Wir sind in der Lage, bestimmte Dinge um uns herum wahrzunehmen.
Das ist die Gabe unserer Familie. Aber das kann nicht jeder verstehen. Manche erkennen die Macht, die wir in uns tragen, und wollen sie nur für sich. Sie werden versuchen, sie uns zu nehmen. Das lasse ich nicht zu. Ach, deshalb wollen sie die Mutter... Ich weiß. Du bist eine Kriegerin. Wenn wir weitergehen, immer weitergehen, sind wir unbesiegbar. Ein Sturm zieht auf. Dann sollten wir jetzt vielleicht weitergehen. Martha, ich habe dich nicht vergessen. So scheiße aus mit dem Helm. Bei den Göttern. Wer hat all das erbaut? Okay. Wo war das? Wo war das? So, besser. Wie ist sowas überhaupt möglich? Wie könnte ich sowas jemandem wie Markus erklären? Leuchtet etwas. Jetzt nicht lecken. Schmiede aktiviert. Synchronisiere konstante Nullübertragung. Kontakt aufgenommen. Warum kommt jetzt ein Ladescreen? Ach so, die kommen wieder zurück. Demos. Die Schmiede. Ich wusste es, ich habe dich zu lange im Animus gelassen. Deine Vitalwerte sind abgestürzt. Du verstehst das nicht, das bestätigt es. Cassandra hat ISO-Technologie nicht nur besessen, sie konnte sie sogar verbessern. Stell dir vor, wie mächtig dieser Stab sein könnte. Ich gebe zu, das wäre ein unglaublicher Fund. Nur im Moment bin ich die Ärztin und kümmere mich um dich. Und jetzt ruh dich aus, bevor du zu Cassandra zurückgehst. Wenn du drauf bestehst, aber nur weil ich draußen noch etwas zu tun habe. Bitte krieg einfach den Kopf frei. Das Letzte, was wir brauchen, ist, dass die Leiterin unserer Zelle uns im Sicker-Effekt aufspießt, weil sie uns für Hethiter oder Traka hält. Tu ich nicht. Aber Traka feiern tolle Partys. Vergiss nicht, wir sind ein Team. Wir halten dir den Rücken frei, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Ich weiß. Kyoshi hat gestern das Loft gesichert und hält die Augen offen. Elena steht bereit für historische Recherchen. Und sprich mit mir, falls du nach einem Animus-Aufenthalt verwirrt bist. Ganz die Therapeutin. Ich mach kurz Pause. Schade, dass wir keinen Zugang mehr zum Fitnessraum haben, oder? Die Mitgliedschaft ist zu teuer. Okay. Faszinierend. Leila, ist es zu glauben, dass wir Herodotos persönlich treffen? Ist es. Und er redet ziemlich viel. Kann ich dir bei irgendwas helfen?
Ich lass dich mal arbeiten. Wenn du irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid. Der Mittelpunkt des Universums im Altertum. Das verlorene Buch von Herodotus. Der Speer des Leonidas. Würde ich nicht für die Assassinen arbeiten, würde ich es nicht glauben. Ich bin mir jetzt nicht mal sicher. Aber mit ein bisschen Glück und viel Recherche haben wir den archäologischen Fund des Jahrhunderts gemacht. Oder wir hätten, wenn es nicht geheim wäre. Ob ich Mails habe? Die werden keine Mails gecheckt. Adler sind prima, aber interessierter Affe wäre noch cooler. Oh, das ist der, den sie geschenkt bekommen hat. Wie läuft es da draußen? Gut. Keine Gefahr in Sicht. Schön, wieder mit dir zu arbeiten. Ja, unsere Arbeitsweisen sind kompatibel. Danke für die Rückendeckung, Kiyoshi. Ich lass dich mal arbeiten. Ich melde mich, falls Abstergo auftaucht. War sie gerade in der Luft und ist dann runtergeplumpst? Sieht aus wie Third Echelon. Oder war es Forth? Schade, dass wir gehen mussten, ohne Karibu zu trinken. Okay. Wir erkunden hier noch ein kleines bisschen. Null. Was macht denn hier so ein Raving Rabbit hier? Wo kommt denn das Ding her? Okay, gucken wir aus dem Fenster. Ich frage mich, ob die Fries London wiedererkennen würden. Ich meine, ein Dach ist ein Dach. Okay, gehen wir wieder rein. Bist du sicher, dass du schon in den Animus zurückkehren willst? Ich habe das Gefühl, du wirst ziemlich lange da drin sein. Ja, ich bin bereit, wieder zu Cassandra zu werden. Alles klar. Ich passe auf dich auf. Man könnte zwar den ganzen Laptop da alle sich durchlesen und so weiter, aber... Nee. Ah, jetzt sieht das Speer wieder neu aus. Mein Speer ist jetzt besser. Der Kult hat keine Chance. Mein Speer ist... Was haben wir jetzt? Speer des Leonidas, besser den Speer des Leonidas hier in der Schmiede. Also verwenden. Besser müsst du deinen Adrenalin-Effekt sind mächtige Fähigkeiten frei. Artefakte. Benutze das... Okay. Dann zeig mal her. Speerstufe. Gesundheit plus 7% pro ausgegebenen Adrenalinsegment. Zweites Nahkampffähigkeitsrad. Okay. Aha. Ich habe aber... Wo war das? Hier. Das werde ich mir als nächstes holen, dieses Tierbändigung. Einfach nur so aus Spaß. Ah, jetzt haben wir praktisch 5 Aufladungen, mit denen wir arbeiten können.
eigentlich. Also es sieht nicht so aus, als wenn wir irgendwas finden. Naja, Herodotos wird sich freuen. Denn ganz sicher war lange vor uns jemand hier. Ja, Aliens. Ob Leonidas von diesem Ort gewusst hat? Okay, die Folge wird doch noch ein bisschen länger. Ah. Du bist nicht schwer zu finden. Du bist mir gefolgt? Geht's dir gut? Alexios, du lebst! Fass mich nicht an. Komm schon, kleiner Bruder. Du musst mir alles erzählen. Was ist dir zugestoßen? Ich muss dir gar nichts erzählen. Ich kenne dich nicht. Aber ich kenne dich. Wie dem auch sei. Es gibt wichtigere Dinge zu besprechen. Richtig. Wie das, was du mit dem Artefakt angestellt hast. Du hast meine Aufmerksamkeit, falls du sie wolltest. Was? Das Artefakt hat uns die Wahrheit gezeigt. Wir sind eine Familie und haben es lebend aus Sparta herausgeschafft. Ja. Es hat die Wahrheit zeigt. Nämlich das, was ich immer wusste. Du hast mich von einem Berg geworfen! Glaubst du, es wäre so einfach? Komm schon, Alexios. Reden wir darüber. Nenn mich nicht so! Ich weiß längst, was in dieser Nacht geschah. Gut. Deimos. Aber den kenne ich noch nicht. Er ist ein Halbgott. Verehrt und gefürchtet vom Kult und der griechischen Welt. Hört sich wie eine Wunschvorstellung an. Hat sich der Kult auch diese Geschichte ausgedacht? Pass gefälligst auf, was du sagst, oder ich bring dich zum Schweigen. Das hast du nicht, als du die Chance hattest, und ich wette, du tust es auch jetzt nicht. Lass es gut sein. Wir müssen Martha finden. Verschon mich. Ich will keine Familienzusammenführung. Ich will nur wissen, was du hier machst. Dasselbe wie dein Kult. Ich suche nach unserer Martha. Sie brauchen sie nicht. Das sehen deine Kultisten anders. Myrine ist ihr nächstes Ziel. Wenn sie sie suchen würden, dann um sie umzubringen. Aber wenn du nicht weißt, wo sie ist, hat sie dich wohl auch verstoßen. Wie traurig. Selbst wenn wir verstoßen wurden, haben wir überlebt. Es kann alles wieder wie früher werden, wenn wir sie finden. Der Kult interessiert sich nicht für Sentimentalitäten oder Familie, sondern nur für Macht. Wenn sie es auf uns alle abgesehen haben, steht einer weniger auf ihrer Liste. Ich habe Nikolaos getötet. Und doch gibst du dich rechtschaffen und bist am Ende genau wie ich. Mir ist egal, was du denkst. Ich werde Myrine finden. Tu das Richtige. Komm mit mir. Was? Wir könnten sie suchen. Gemeinsam. Du kannst mir helfen. Oh, glaubst du, Freundschaft ist die Antwort? Sollen wir Hand in Hand umherlaufen und unsere liebe Mutter suchen? Bitte, du bist schwach. Es geht um Verantwortung, nicht um Schwäche. Ich gebe meine Familie nicht aus Gehässigkeit auf. Verantwortung? Steig von deinem hohen Ross. Der Kult hat einen Plan, und den wirst du nicht durchkreuzen. Ich bekämpfe den Kult, das weißt du. Du hast gesehen, wie viele wir sind. Gesehen, was ich tun kann. Und du denkst immer noch, du hättest eine Chance? Wetten? Mutig sein liegt also in der Familie, nicht wahr? Du sagst, wir wären vom gleichen Blut. Also zeig mir, wozu du imstande bist.
Herausforderung angenommen. Oh, Malaka. Herodotos wird mir kaum glauben. Ich muss ihm sagen, was passiert ist. Okay. Dann gehen wir für den nächsten Part dann zum Schiff zurück und sehen uns dort wieder. Ciao, Leute.